meine sehr verehrten Mitglieder des Kreistages, Herr Landrat, verehrte Bürgerinnen und Bürger, verehrte Gäste, Vertreter der Medien. Ich eröffne die dritte Sitzung des Kreistages und begrüße Sie hiermit recht herzlich. Ich darf Ihnen auch mitteilen, dass Herr Drepel diese Kreistagssitzung ebenfalls wieder aufnimmt. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 5. Bericht des Landrates über wichtige Kreisangelegenheiten. Ich erteile dazu das Wort Herrn Landrat Ulrich. Bitte schön. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Kreisräte, liebe Einwohner, Zuhörer, Kolleginnen und Kollegen, verehrte Vertreter der Presse. Je länger ich jetzt spreche, umso mehr gefährde ich ja, dass bestimmte Punkte der Tagesordnung gar nicht mehr hier aufgerufen werden. Ich muss mich also leider disziplinieren und das eine oder andere dann auf die schriftliche Ausarbeitung meines Berichtes verweisen. Ich werde das jetzt im Laufe des Berichtes deutlich machen, wozu ich nicht sagen werde, wozu Sie aber dann nachlesen können. Seit der letzten Kreistagssitzung habe ich bestimmte Antrittsbesuche in den Städten und Gemeinden innerhalb und außerhalb des Burgenlandkreises fortgesetzt. So war ich am 9. Oktober bei Herrn Oberbürgermeister Rüsch in Weißenfels zu Gast, am 17. Oktober beim Oberbürgermeister und Bürgermeister der Stadt Zeitz. Und ebenfalls am selben Tag bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Gera, Frau Dr. Hahn. Am 22. Oktober war ich im Sommer da bei meinem Kollegen Herrn Landrat Henning. Bei all diesen Treffen wurde über die künftige Zusammenarbeit gesprochen. Es gab natürlich aber auch inhaltliche Schwerpunkte. Im Gespräch in Gera mit Frau Oberbürgermeisterin Dr. Hahn ging es vor allen Dingen um die Frage, ob die Stadt Gera trotz dieser dramatischen finanziellen Haushaltslage, in der sie sich befindet, einen Weg finden kann, Mitglied der europäischen Metropolregion Mitteldeutschland zu werden. Gera gehört aus meiner Sicht dazu. Natürlich wurde auch am Rande über die Folgen der Insolvenz der Stadtwerke AG in Gera gesprochen. Das ist aber etwas, was uns nicht direkt betrifft. Im Gespräch mit Herrn Landrat Henning in Sommerdar war Thema vor allen Dingen der Abschluss einer Zweckvereinbarung beider Landkreise zum Einsatzgeschehen entlang der ICE-Neubaustrecke Erfurt-Halle-Leipzig. Das deshalb, weil ja die ICE-Neubaustrecke sowohl den Landkreis Sommerdar als auch den Burgenlandkreis betrifft. Und ich habe Herrn Kollegen Henning den Entwurf einer Vereinbarung überreicht und gebeten, diese zu prüfen. Ziel dieser Zweckvereinbarung soll sein, noch vor Betriebsaufnahme der Bahnstrecke diese hier in den Kreistag vorzulegen, möglichst auch zu beschließen und darin zu regeln, dass der Kreis, also unser Kreis, der Burgenlandkreis, bei Großschadensereignissen und Katastrophen im Finnetunnel die Einsatzleitung übernimmt. Der Finnetunnel liegt zu 95% im Gebiet des Burgenlandkreises und zu wahrscheinlich noch weniger als 5% im Gebiet des Landkreises Sommerdar. Es sind aber Schadensereignisse denkbar, in denen ein Teil des Zuges in Freistadt Thüringen und ein Teil des Zuges in Sachsen-Anhalt sich befinden. Und wir schlagen also darin vor, dass diese Einsatzleitung auch dann beim Burgenlandkreis für den kompletten Zug liegt, wenn sich Teil des Zuges auf dem Gebiet des Landkreises Sommerdar befinden. Weiteres Thema im Landkreis Sommerdar war die Zukunft der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Hundstrut-Radweg, der beide Landkreise ja angehören. Wir haben gemeinsam in der Sitzung dieser kommunalen Arbeitsgemeinschaft die Auffassung vertreten, dass diese KAG in einen rechtsfähigen Verein umzuwandeln wäre, der die Aufgabe hat, den Hundstrut-Radweg von der Quelle bis zur Mündung zu vermarkten. Es gab in letzter Zeit erhebliche Probleme in dieser kommunalen Arbeitsgemeinschaft. Das hängt zusammen mit der Insolvenz des regionalen Tourismusverbandes im Landkreis Kiffhäuser, also im Kiffhäuserkreis, der die Verwaltung dieser kommunalen Arbeitsgemeinschaft in den Händen hatte. Im Moment liegt die Verwaltung, auch die finanzielle Verwaltung der KAG, direkt bei dem Landratsamt Kiffhäuserkreis und damit aus meiner Sicht in sicheren Händen. Wenn weitere Antrittsbesuche stattfinden, ich muss also noch nach Bayern, in den Landkreis Apolderer Land, in das Leipziger Land und in den Kiffhäuserkreis, werde ich darüber berichten. Ich verzichte jetzt darauf, Ihnen zu den einzelnen laufenden Schulbaumaßnahmen, zu den fertiggestellten Schulbaumaßnahmen und zu den Stand der Schulbaumaßnahmen im Start-3-Programm zu berichten.
Genauso verzichte ich darauf, über die Straßen und Brücken und Tiefbaumaßnahmen zu berichten, die durchgeführt wurden und fertiggestellt wurden, und komme gleich zum Bereich des Amtes für Bildung, Kultur und Sport. Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang beabsichtige ich, im Burgenlandkreis ein kommunales Bildungsmanagement einzurichten. Das bedeutet, gemeinsam mit weiteren zuständigen Trägern die kommunale Bildungslandschaft zu gestalten und besser zu organisieren. Aufgabe ist es, die vielfältigen Bildungs- und Beratungsangebote von der frühkindlichen über die schulische Bildung, die berufliche Aus- und Weiterbildung bis zur Erwachsenenbildung optimaler aufeinander abzustimmen. Schwerpunkte im Burgenlandkreis bilden hier meines Erachtens die vorschulische Bildung, der Übergang von einer Bildungsstufe zur nächsten, das wird heute modern als Übergangsmanagement bezeichnet, insbesondere natürlich von der Schule zur Berufsausbildung oder in den Beruf, sowie auch die Frage der Berufsbildung und Ausbildung und Integration ausländischer Fachkräfte. Unterstützend hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement gestartet. Ein bundesweites Netzwerk von 10 Transferagenturen ist zwischenzeitlich installiert. Für unseren Landkreis ist die in Leipzig und Halle ansässige Transferagentur Mitteldeutschland zuständig. Sie steht allen Landkreisen und kreisfreien Städten als verlässlicher Partner und Berater zur Seite. Und sie unterstützen zum Beispiel auch Analysen lokaler Ausgangs- und Bedarfssituationen, ohne dass uns dafür Kosten entstehen, und ermöglichen den Austausch und die Vernetzung zwischen den Kommunen. Aus meiner Sicht ist jetzt der erste Schritt, um in unserem Landkreis dieses Bildungsmanagement zu gestalten, eine Auftaktveranstaltung am 27.11., zu der ich zunächst hausintern alle die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landratsamt und dem Jobcenter einlade, die bildungsbezogen tätig sind. Gemeinsam mit Herrn Grabisch werde ich die Veranstaltung durchführen. Wir haben das im Vorfeld besprochen, um dort die Aufgaben erstmal der Transferagentur vorzustellen. Der nächste Schritt ist dann, diese Transferagentur auch im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport zu Wort kommen zu lassen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie informieren über die geplante Verlagerung der Aufgaben der Schulverwaltung ins Amt für Bildung, Kultur und Sport und personelle Neubesetzung. Ich habe darüber ausführlich am Bildungsausschuss gesprochen. Aus meiner Sicht ist es geboten, dass alle Aufgaben der Schulverwaltung im Amt für Bildung, Kultur und Sport gebündelt werden. Während bisher, bedingt auch durch die Schulbausanierung im Rahmen von Stab 3, der Schwerpunkt auf dem Schulbau lag und sich daraus auch die inhaltliche Nähe zum Bauamt begründete, stehen nun vor allem bildungspolitische Themen auf der Agenda. Daneben gilt es, stabile Verhältnisse zu schaffen, da auch die Schulentwicklungsplanung mit dem Beginn des neuen Schuljahres fortgeschrieben werden muss. Ich halte es weiterhin für unumgänglich, dass künftig sowohl ein Amtsleiter als auch ein Leiter der Volkshochschule in diesem Amt für Bildung, Kultur und Sport tätig sind. Damit dieses Stellenbesetzungsverfahren forciert werden kann, sind in der vergangenen Woche die Stellenausschreibungen veröffentlicht worden. Die Einstellung erfolgt selbstverständlich nur unter Zustimmung des Kreistages zum Haushaltsplan inklusive Stellenplan und was die Einstellung des Leiters des Amtes betrifft, auch durch einen Kreisausschuss und Kreistagsbeschluss zu dieser Person. Schulentwicklungsplanung. Am 15.09. habe ich Ihnen ja im Kreistag schon berichtet, dass das Land weiterhin von uns eine Schulentwicklungsplanung einfordert, auch erklärt, warum und weshalb. Zwischenzeitlich war ja aus der Presse zu erfahren, dass der Kultusminister in einer Landtagsdebatte zugesagt hat, bis zum Ende des Jahres eine veränderte Verordnung zur Schulentwicklungsplanung vorzulegen. Demnach soll die Mindestschülerzahl für Schulen im ländlichen Raum bei 60 bleiben, nicht auf 80 steigen. Unter der Prämisse der angekündigten Änderung wurde in unserem Amt mit den Vorbereitungsarbeiten zu einer aktualisierten Schulentwicklungsplanung begonnen. Nachdem ich über die Eckpunkte eines vorläufigen Zeitplans der Erstellung des Planes
bereits den Fachausschuss informiert habe, wurde mit Schreiben vom 27.10. wurde alle Schulträger aufgefordert, bis zum 28.11. ihre veränderten Planungsabsichten und die sich daraus ergebenden aktuellen Schülerprognosen mittel- und langfristig mitzuteilen. Und dabei soll die angekündigte Veränderung der Mindestschülerzahlen natürlich Berücksichtigung finden. Parallel dazu bereitet meine Verwaltung für die Schulen in unserer Trägerschaft aktuelle Schülerprognosen vor, also für unsere eigenen Schulen, und ist weiterhin dabei im Bereich der Förderschulen gemeinsam mit den Schulen nach alternativen Konzepten und Lösungen zu suchen, um diese Förderschulen zu erhalten. Bis Januar 2015 wollen wir den aktualisierten Entwurf der Schulentwicklungsplanung erstellen und notwendige Abstimmung mit dem Landesschulamt vornehmen. Vorgesehen ist, dass die Schulträger bis zum 30. Januar ihre erforderlichen Trägerbeschlüsse nachreichen. Im Februar soll dann der aktualisierte Entwurf im Bildungsausschuss diskutiert werden und danach um das pflichtige Beteiligungsverfahren gehen. Wir könnten spätestens Ende Mai hier im Kreistag dann über die Schulentwicklungsplanung beraten und gegebenenfalls entscheiden. Dieser Zeitplan ist aber nur umsetzbar, wenn die angekündigte Änderung der Schulentwicklungsplanungsverordnung auch bis zum Ende des Jahres kommt. Ob das so sein wird, das weiß ich nicht. Aus der Sitzung der Landesregierung, die in Zeit stattgefunden hat, habe ich so meine Bedenken herausgehört, ob das gelingt, die Verordnung bis dahin vorzulegen. Auch für die Schulträger sind bereits Bedenken oder von den Schulträgern Bedenken geäußert worden, weil man zum jetzigen Zeitpunkt ohne die Verordnung natürlich nur schwer entsprechende Beschlüsse fassen kann, solange und soweit sie nicht auf einer rechtlichen Grundlage beruhen. Ein anderes Thema aus dem Bereich Bildung ist das Übergangsmanagement und das Modellprogramm Jugend stärken im Quartier. Das ist ein Programm des Bundes. Ich muss mich jetzt versuchen, hier kurz zu fassen. Es geht um die Unterstützung für Menschen zwischen 12 und 26 Jahren am Übergang von der Schule in den Beruf. Zum Beispiel für solche, die die Schule verweigern oder abgebrochen haben, sich nach der Schule weder in Ausbildung, in berufsvorbereitenden Maßnahmen oder in Arbeit befinden und Ähnliches. Hier gab es vom Bund eine neue Fördermöglichkeit und Förderrichtlinie Jugend stärken im Quartier. Wir haben uns in der ersten Jahreshälfte 2014 für dieses Programm beworben und wie mir Herr Bundestagsabgeordneter Stier mitgeteilt hat, haben wir auch die Möglichkeit, uns jetzt im Rahmen eines Antragsverfahrens dort konkret einzureihen und Förderung zu erhalten. Wir sind also in dem Interessenbekundungsverfahren, das der Antragstellung vorausging, vom Bundesministerium positiv bewertet worden. Es ist jetzt geplant, zum 1. Januar 2015 mit der Umsetzung des Vorhabens zu beginnen. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn im Vorfeld sowohl im Jugendhilfeausschuss als auch im Bildungsausschuss über die Einzelheiten informiert wird. Ein Thema, was mich sehr beschäftigt, ist eines aus dem Ordnungsamt Sachgebiet Ausländerbehörde, nämlich die Zuweisung und Unterbringung von Asylbewerbern. Der Burgenlandkreis hat 9,1% aller im Land ankommenden Asylbewerber aufzunehmen. Das bedeutet, dass wir 2014 mit ca. 530 Personen für den Burgenlandkreis zu rechnen haben. Von Januar bis Oktober diesen Jahres haben wir 442 Asylbewerber aufgenommen. Im Vergleich 2013 lag die Gesamtzahl bei 284 und unsere Aufnahmeverpflichtung alleine für den Monat November 2014 liegt bei 73 Personen. Trotz der Erstbelegung bei einer Kleinstgemeinschaftsunterkunft in Eckartsberga am 17.10. und der Erweiterung von angemieteten Wohnraum im gesamten Burgenlandkreis auf zwischenzeitlich 104 Wohnungen, davon 34 in Weißenfels, 11 in Naumburg, 57 in Zeitz sowie je eine in der Elsterau und in Hohenmölzen, hat sich die Aufnahmesituation für den Landkreis nicht entspannt. Auf die Fertigstellung und Nutzung von 11 weiteren Wohnungen hier in Naumburg ab Anfang Dezember 2014 wird nicht zu einer deutlichen Entspannung führen.
Das Landratsamt arbeitet deshalb mit Hochdruck daran, weiteren Wohnraum und weitere Unterkünfte für eine menschenwürdige Unterbringung zu finden, vertraglich zu binden, herzurichten. Aktuell laufen solche Gespräche zu einer künftigen Nutzung eines Wohnobjektes in Hohenmölsen. Ein weiteres Objekt in Bad Kösen wird derzeit auf Eignung geprüft. Um der Aufnahmeverpflichtung bis zum Jahresende und auch im kommenden Jahr gerecht zu werden, müssen wir weitere Wohnungen anbieten. Für die Akzeptanz der Unterbringung in unseren Städten und Gemeinden ist es wichtig, dass größtmögliche Transparenz besteht. Wir stehen daher in engem Kontakt mit den Hauptverwaltungsbeamten, in einem nächsten Schritt dann mit den betroffenen Räten. Sobald eine endgültige Entscheidung getroffen wurde, welches Objekt für eine Unterbringung genutzt wird, werde ich auch in den kleineren Orten, also außerhalb von Naumburg, Weißenfels und Zeitz, zur Einwohnerversammlung einladen und dort Rede und Antwort zu der Problematik stehen. In Eckartsberga, Frau Bürgermeisterin Vogel, ist das schon passiert und hat dort zu einer überaus sachlichen Diskussion geführt. Und es waren ungefähr 200 Menschen da. Frau Kressmann als Fraktionsvorsitzende hat mich begleitet, wofür ich nochmal herzlich danke. Leider ist es bisher nicht so, dass sich hier alle Einheits- und Verbandsgemeinden im Burgenlandkreis gleichermaßen engagieren. Mitunter empfinde ich es hier und da auch als Lippenbekenntnis und dann fehlt aber die aktive Mitwirkung und das Unterstützen. Wir werden aber wegen der großen Zahl für Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge nicht umhinkommen, in allen Einheits- und Verbandsgemeinden eine größere Personenzahl unterzubringen. Auch das ehrenamtliche Engagement könnte meines Erachtens hier besser sein. Ich werde daher die Gelegenheit nutzen und am kommenden Samstag vor der Synode des evangelischen Kirchenkreises Naumburg-Zeitz zu diesem Thema sprechen und die Kirchgemeinden vor Ort noch einmal auffordern, sich stärker einzubringen. In Weißenfels habe ich gemeinsam mit Herrn Oberbürgermeister Risch zu einem Gespräch mit beiden christlichen Kirchen und dem Kirchenkreis Merseburg eingeladen. Auch die Sportvereine können einen Beitrag leisten. Zuweisung und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. Im Burgenlandkreis leben gegenwärtig 40 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Die 11 Familien mit 14 Kindern kommen alle in Wohnungen unter. 37 Personen davon wohnen in Naumburg und 3 in Zeitz. Das Landratsamt prüft zusammen mit dem Jobcenter Burgenlandkreis den Einsatz von 2 Dolmetschern für diese Personengruppe. Es ist beabsichtigt, dass die Dolmetscher zum Jahresende aktiv werden und den Bürgerkriegsflüchtlingen bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur Seite stehen. Meine Damen und Herren, aus dem Jugendamt gibt es Informationen in meinem Bericht zur Entwicklung der Verfahren zur Gefährdungseinschätzung. Ich trage das jetzt nicht im Einzelnen vor, es geht da um das Thema Kindeswohlgefährdung und um die Zunahme von Gefährdungsprüfungen im Jugendamt. Die Zahl ist 2014 gestiegen. Ich bitte Sie, die Einzelheiten dort zur Kenntnis zu nehmen und das auch als Warnsignal in dieser Richtung zu verstehen. Aus dem Bereich des Wirtschaftsförderamtes gibt es Neuigkeiten zum Thema Liederförderung und zu der Frage, wie wir uns auf die Förderperiode bis 2020 vorbereiten. Auch das erspare ich mir jetzt im Einzelnen. Wir müssen hier eine sogenannte lokale Entwicklungsstrategie in jeder der beiden Liederaktionsgruppen, Naturpark Saale und Struttriasland und Zeitz-Weißenfelser Braunkohlerevier, vorlegen. Hierzu sind die entsprechenden Aufträge bereits erteilt. Die Situation am Arbeitsmarkt. Wir waren im Oktober 2014, wir hatten im Burgenlandkreis 10.085 Personen, die arbeitslos gemeldet waren. Das sind 115 Personen weniger als im Vormonat und damit liegt die Quote bei 10,6 gegenüber 10,7% im September. Im Vergleich zum Vorjahr ist anzumerken, dass die Zahl der Arbeitslosen um absolut 543 Personen oder 0,3% gesunken ist. Im Ausbildungsmarkt ist die Situation sehr entspannt, um es vorsichtig auszudrücken. Auch hier gehe ich nicht auf die Einzelheiten ein und sage nur, dass per Oktober die Agentur für Arbeit noch 11 unterversorgte Bewerber zu verzeichnen hat.
denen insgesamt rund 40 Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, die im Bereich Dienstleistung, Hotel, Restaurant, Handwerk, Friseur, Kfz-Mechatronik und im Gesundheitsbereich liegen. Im Bericht habe ich Ihnen auch meine Vorstellung dargelegt, wie wir mit dem Thema Inklusion weiter verfahren. Ich kürze auch das ab und sage nur, dass es ja einen Aktionsplan im Entwurf gibt, mit dem sich dieser Kreistag und unsere Fachausschüsse noch nicht beschäftigt haben. Dieser Aktionsplan ist gemeinsam vom Saalekreis und Burgenlandkreis entwickelt worden. Und es steht jetzt die Beratung der Fachausschüsse und des Kreistages zum Aktionsplan vor der Tür. Hierzu habe ich mit den bisherigen zuständigen Leitern des Aktionsplans Gespräche geführt. Es ist so, dass die Mitarbeiter, die aus dem Saalekreis kamen, dieses Aktionsbündnis, nachdem der Aktionsplan fertiggestellt wurde, bereits verlassen haben. Und wir jetzt überlegen, wie wir mit den Personen, die für uns dort tätig waren, umgehen, um deren Kompetenz auch weiter zu erhalten. Der Vorschlag dazu lautet, dass wir die im Rahmen des Behindertenbeirates, der zum Behinderten- und Inklusionsbeirat weiterentwickelt werden soll, einbinden wollen. Und dass dieser Aktionsplan dann in die Fachausschüsse kommen soll, wenn diese Verbindung zwischen Integrationsthema und Behindertenbeirat gelungen ist. Das soll in den nächsten Wochen passieren, soll ein neuer Vorsitzender des Behindertenbeirates gewählt werden. Und es besteht wohl grundsätzliche Bereitschaft des Behindertenbeirates, auch dieses Thema einzubinden. Ich denke, wir sollten erst dann in die Fachausschussberatung eintreten, wenn wir da einen Partner beim Behinderten- und Integrationsbeirat haben, wenn die dann auch unsere Beratungen fachkundig begleiten können. Diese Zeit sollten wir uns nehmen, sonst wird uns irgendwann der Vorwurf gemacht, wir beschließen einen Aktionsplan, ohne dass wir die Betroffenen ausreichend eingebunden haben. Vorletzter Punkt, völlig anderes Gebiet. Aus dem Sachgebiet Kreisplanung und Bauordnungsamt der Planungsstand zur Gleichstromtrasse Südost. Hier hatte am 27.10. auf Initiative von Herrn Oberbürgermeister Risch in Weißenfels ein Informationsgespräch mit Vertretern der Bundesnetzagentur und des Unternehmens 50 Hertz stattgefunden. 50 Hertz ist also der Übertragungsnetzbetreiber für die neuen Bundesländer. Und da ging es eben um den Planungsstand dieser sogenannten Gleichstromtrasse Südost. Ich hatte Gelegenheit, während eines Teils der Veranstaltung dort dabei zu sein, meine Fragen dort auch zu stellen. Und ich möchte Ihnen sagen, was von Seiten der Bundesnetzagentur und von 50 Hertz dort gesagt wurde. Die Bundesnetzagentur war sehr hochrangig vertreten, nämlich durch den Abteilungsleiternetzausbau und den zuständigen Referatsleiter für Zulassungsverfahren. Das, was ich Ihnen sagen kann, ist Folgendes. Derzeit wird der Netzentwicklungsplan 2014 überarbeitet und dabei werden auch die sogenannten Netzverknüpfungspunkte überarbeitet. Der zweite Entwurf dieses Netzentwicklungsplans steht kurz vor der Veröffentlichung. Darin könnte eine Verschiebung des Netzanknüpfungspunktes von Bad Lauchstädt weit in den Norden bis nach Mecklenburg-Vorpommern enthalten sein. Dies hätte zur Folge, dass der zu untersuchende Korridor sich wesentlich vergrößert, auch verbreitert. Ob damit auch neue Trassen wahrscheinlich wären, die den Burgenlandkreis eventuell gar nicht berühren, kann heute noch niemand sagen. Die Frage, Herr Oberbürgermeister Ziegler hat ja auch an dem Gespräch teilgenommen, ist ebenfalls offen gelassen worden. Im Moment soll ja die Trasse von Bad Lauchstädt nach Meiting in Bayern verlaufen. Der erste Netzverknüpfungspunkt liegt also im Moment direkt vor unserer Haustür. Das könnte sich eventuell ändern. Insgesamt befinden wir uns noch in einem sehr frühen Verfahrensstadium, noch vor der raumordnerischen Fachplanung der Bundesnetzagentur und noch weit vor einem möglichen Planfeststellungsverfahren, das dann erst grundstücksgenau regelt, wie der Trassenverlauf wirklich ganz genau sein könnte. Nichtsdestotrotz halte ich es für sinnvoll, sich bereits jetzt zu Wort zu melden und Forderungen
im Falle einer Trassierung durch den Burgenlandkreis zu erheben. Hierzu gehört aus meiner Sicht die Forderung, überall dort eine Erdvorkabelung durchzuführen, wo die Trasse zu dicht an einer Wohnbebauung sein könnte. Die Chancen dafür sind gestiegen. Die Kriterien des jüngst geänderten Bundesbedarfsplangesetzes sehen nun eine Möglichkeit zur Erdvorkabelung auf technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten immer dann vor, wenn Freileitung einen Abstand von 200 Metern zur Bebauung im Außenbereich und 400 Metern zur Bebauung im Innenbereich unterschreiten würde. Wer sich noch an die Veranstaltung in Prittitz war, Sie glaube ich, Herr Erben, Sie waren auch mit dabei, oder Kröbitz war es ja, erinnert, da war ja noch davon die Rede, dass dieses Heranrücken der Freileitung unter Umständen auf bis zu 100 Meter an die Wohnbebauung sein könnte, ohne dass es eine Erdvorkabelung gibt. Das ist durch die Änderung im Bundesgesetz jetzt etwas anders und deshalb sollten wir da auch an diesem Thema ranbleiben. Ein anderes Thema, und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich anspreche, an dem wir unbedingt dranbleiben sollten oder ihn vielleicht erstmals aufrufen sollten, ist das Thema Breitbandausbau im Burgenlandkreis. Das ist ja ein Netz, was wir gerne haben wollen und wofür sicherlich auch viele Bürger, Unternehmer, auch Freiberufler dankbar wären, wenn hier mehr passiert. Am 23.10. wurde der erste Entwurf der Studie zur Breitbandversorgung im Burgenlandkreis durch die Firma Solution GmbH, den Mitarbeitern des Sachgebietes Kreisplanung und Bauordnungsamt, Herrn Engelhardt und mir, vorgestellt. Sobald die Studie in der Endfassung vorliegt, werden wir sie im Wirtschaftsausschuss und danach auch in der Dienstberatung aller Hauptverwaltungsbeamten der Einheits- und Verbandsgemeinden vorstellen. Bereits jetzt kann Folgendes gesagt werden. Die Teilnahme von rund 1.500, steht in meinem Bericht, 1.800 sind es wohl, so hatte mir Atime das vorhin gesagt, Haushalten aus dem Burgenlandkreis lässt eindeutige Schlüsse auf unterversorgte und gut ausgebaute Gebiete im Burgenlandkreis zu. Hieraus können auch Vorschläge zur zeitlichen Reihenfolge eines Breitbandausbaus und besondere Dringlichkeiten abgeleitet werden. Der technische Vorschlag zur Art des Ausbaus wird voraussichtlich lauten, ein FTTC-Netzwerk zu errichten und von einer FTTH-Lösung aus Kostengründen Abstand zu nehmen. FTTC bedeutet, dass bis zu den Kabelverteilern, also diesen Kästen, die in den Orten stehen, eine Aufrüstung durch Glasfaserkabel erfolgt und die Kabelverzweiger dann auch noch mit VDSL-Technik ausgerüstet werden. Im Gegensatz zu diesem FTTH, das heißt Fiber to the Home, also wenn die Glasfaser bis ins Haus gelegt wird, das ist die natürlich noch komfortablere, aber wesentlich teurere Lösung. Bereits mit der FTTC-Lösung, also Glasfaser bis zum Kabelverteiler, können derzeit Geschwindigkeiten im Download von bis zu 50 Megabit pro Sekunde und künftig wahrscheinlich auch bis zu 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Die Technik hat einen gewissen Nachteil, nämlich, dass die Geschwindigkeit, die Übertragungsgeschwindigkeit ab einer Entfernung des Endverbrauchers von mehr als 2 bis 3 Kilometern vom Kabelverteiler nicht mehr garantiert werden kann und auch abnimmt mit zunehmender Entfernung. Diese Alternative aber, FTTH, also Glasfaser bis ins Haus, bedeutet einen 5- bis wahrscheinlich sogar 7-fachen Investitionsaufwand und ist mit der künftigen Förderkulisse für den Burgenlandkreis und mit dem Geld, was Sachsen-Anhalt insgesamt zur Verfügung steht, nicht finanzierbar. Trotzdem, denke ich, haben wir hier jetzt einen klaren Vorschlag, auch einen technischen Vorschlag zu der Frage, wie wir das Ganze finanziell angehen könnten, werde ich dann im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2015 sprechen und bedanke mich zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Landrat, für den Bericht. Damit rufe ich auch schon auf den Tagesordnungspunkt 6, kurze Nachfragen zu dem Bericht des Landrates. Und da habe ich die erste Wortmeldung von Herrn Kollegen Erben. Bitte schön. Ja, zunächst herzlich. Jetzt habe ich, das war noch an von Frau Müller wahrscheinlich. Ich möchte an den Punkt anknüpfen, Herr Landrat, Sie haben ja sehr ausführlich zur Gleichstromstraße Südost berichtet.
Da haben wir den gegenwärtigen Rechtsstand Bad Lauchstädt nach Reitingen. Der steht ja auch im Gesetz gegenwärtig. Durch den Burgenlandkreis gibt es ja zwei mögliche Trassenführungen. Man war ja dort schon ziemlich weit gediehen, auch wenn der Verfahrensstand früh ist. Ich würde gerne wissen, können Sie vielleicht heute hier nicht abschließend und sicher beantworten, ob es den Stellungnahmen des Burgenlandkreises als Landratsamt gegeben hat, im Vorfeld gegenüber 50 Hertz, beziehungsweise gegenüber der Bundesnetzagentur, welche der Varianten, die den Burgenlandkreis betreffen, denn nun die zu favorisierende wären. Sehr geehrter Herr, ich kann die Frage nicht beantworten, aber die lässt sich klären und Sie bekommen natürlich eine Antwort. Danke. Vielen Dank. Weitere Nachfragen zu dem Bericht des Landrates sehe ich derzeit doch. Wer war der Erste? Herr Schabeck, dann Herr Pockenburg, bitte. Vielen Dank. Ich hatte mir hier was zum Thema Breitbandausbau aufgeschrieben. Wann erhalten die Kommunen die Zahl, die sie in den Haushalt einstellen können und sollen? Wir reden ja nachher noch über den Haushalt. Wird dieser Zuschuss als Umlage betrachtet oder kann die Zahlung dann als Investitionsanteil über die Laufzeit aufgeteilt werden? Also das greift jetzt sehr schon in das Thema der Haushaltsberatung rein. Wir müssen uns ja erstmal auch hier im Kreistag dann durch den Haushalt und die Diskussion in den nächsten Wochen im Rahmen des Haushaltsplans darauf verständigen, ob wir das vorgeschlagene Modell, was ich mit dem Haushaltsplan hier einbringe, überhaupt wollen. Das Modell, was ja vorsieht, dass der Wunsch oder der Vorschlag der Staatskanzlei umgesetzt wird, den gesamten Burgenlandkreis möglichst kurzer Zeit und innerhalb dieser Förderperiode mit Breitband zu versorgen und was dann auch voraussetzt, dass wir Prioritäten setzen, dort wo eben die Versorgung besonders schlecht ist oder wo es eben fördertechnisch am sinnvollsten ist anzufangen. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, welche Gemeinde, falls der Kreistag diesem Vorschlag zustimmen würde, welche Gemeinde dann mit welchem Anteil zu welchem Zeitpunkt zu rechnen hätte. Mein Vorschlag wäre ja, dass sich die Gemeinden dann nur mit 10% an den Kosten beteiligen sollen. Das hängt dann maßgeblich davon ab, wo wir, in welchen Gemeinden wir beginnen. Es gibt von diesem Unternehmen Vios Solution GmbH einen Vorschlag der Ausbaureihenfolge, den ich heute früh das erste Mal gesehen habe, wo ich aber selber überhaupt nicht weiß, auf welchen Erwägungen das beruht. Wir werden natürlich dann, wenn es um diese Frage geht, das Ganze ganz transparent diskutieren müssen und dann eben vorschlagen, so und so könnte es aussehen. Aber ich könnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wer wann an der Reihe wäre. Wir werden das auch besprechen. Vielen Dank, Herr Landrat. Herr Kollege Pockenburg, bitte. Sehr geehrter Herr Landrat, Sie haben vorhin die sinngemäß schwierige Situation bezüglich der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern angesprochen. Darauf möchte ich ganz kurz eingehen und Fragen stellen. Zum einen finde ich es schon mal schön, dass Sie es so angesprochen haben und nicht schön geredet haben. Meine Frage ist jetzt diese Unterbringung, ist es richtig, dass auch Reinigungsfirmen damit involviert werden, dass quasi die Bürger des Landkreises auch Reinigungsfirmen, Putzkolonnen, wie leider im Volksmund immer gesagt wird, bezahlen müssen für die Unterbringung der Asylbewerber? Das ist meine Frage. Und sind dazu zu diesem Punkt eventuell schon Kosten bekannt oder eventuell anfallende Kosten schon mal hochgerechnet worden? Danke sehr. Herr Landrat, bitte. Die Reinigungsleistungen, die dort tatsächlich beauftragt werden und erbracht werden, beziehen sich natürlich nicht auf die Wohnungen, die angemietet sind und beziehen sich nicht auf die Wohnräume in den Gemeinschaftsunterkünften, wohl aber in den Gemeinschaftsunterkünften auf die zentralen Bereiche, also gemeinschaftlich genutzte Flure, Küche und Sanitäranlagen. Immer in den Gemeinschaften. Welche Kosten im Einzelnen jetzt dort angefallen sind in der Vergangenheit,
Kann ich jetzt aus dem Kopf natürlich nicht sagen, aber wenn Sie da eine Zahl wollen, können wir Ihnen die gerne zusammentragen. Vielen Dank. Frau Kossmann, bitte. Ich habe auch noch eine Nachfrage zur Ausländerproblematik, und zwar inwieweit und durch wen wird abgesichert, dass die Sicherheits- und Kontrollorgane in den Ausländerheimen das Führungszeugnis nach dem § 34a mit IHK-Prüfung vorlegen müssen. Herr Landrat, bitte. Diese Voraussetzung, Frau Krössmann, ist Teil des Vergabeverfahrens und wird verlangt von den Unternehmen. Wer das nicht vorlegen kann, muss damit rechnen, dass er aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen wird. Trotzdem muss ich sagen, gibt es natürlich keine hundertprozentige Garantie, dass sowas, was es schon in anderen Bundesländern gegeben hat, bei uns nicht passiert. Also wir werden, und auch die Sicherheitsfirmen wählen sicherlich gerade im Anbetracht dieser Situation nach bestem Wissen und Gewissen aus. Aber ich kann Ihnen natürlich nicht garantieren, dass es bei uns niemals so einen Vorfall gibt. Das würde ja bedeuten, eine absolute, permanente Überwachung jeder Situation. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider, bitte. Herr Landrat, Sie hatten vorhin ziemlich ausführlich zur Schulentwicklungsplan gesprochen und haben das ehrgeizige Ziel gestellt, Ende Mai die neue Planung im Kreistag vorzulegen. Voraussetzung ist natürlich die Entscheidung des Landes, gibt es da ein nötiges. Hier gibt es ja aber einige Zweifel, das ist so passiert, meine Frage. Da gibt es sozusagen einen Plan B, wenn das eben nicht geschieht, weil daran ja eine ganze Menge anderer Aufgaben dranhängen, die zu klären, zu lösen sind. Den gibt es derzeit nicht. Falls die Verordnung wider Erwarten nicht in Kraft treten sollte, brauche ich das Signal aus den Fraktionen, unter welchen Voraussetzungen die Fraktionen bereit wären, mehrheitlich eine Schulentwicklungsplanung zu verabschieden. Wenn die Meinung so bleibt, dass also Schulen unter der Maßgabe von 80 Schülern hier keine, also dass keine Schule geschlossen wird aufgrund dieser neuen erhöhten Vorgabe, hat es für mich keinen Sinn, einen Plan einzubringen. Also ich möchte wirklich, dass die Arbeit, und da steckt ja viel Arbeit drin, dass die dann auch von Erfolg gekrönt ist, also dass wir hier eine Mehrheit finden und nicht, dass wir wieder alle Träger beteiligen und zum Schluss wir von vornherein wissen, es ist für die Katz. Also dann würde ich sagen, sollte die Verordnung nicht kommen, bitte ich um Signale aus den Fraktionen, die wir dann verfahren. Vielen Dank, Herr Landrat. Frau Kollegin Schickor, bitte. Ja, ich möchte nochmal auf die Flüchtlingsfamilien zurückkommen und hier insbesondere auf die Situation von den Kindern. Es ist ja durch die Schulpflicht so, dass die Kinder ohne Deutschkenntnisse in die Regelgrundschulen eingeschult werden, dort zum Teil auch zurückversetzt werden, sodass sie nicht mal die Möglichkeit eine Gleichheit kriegen, zusammen zu lernen. Und die fehlenden Deutschkenntnisse, was die Chancengleichheit in der Bildung angeht, müssen wir uns, glaube ich, nicht dazu verständigen. Die Elternschaft der deutschen Kinder geht sehr emotional mit dem Thema um. Die Kinder sind zum Teil traumatisiert und verhaltensauffällig. Und die Schule selber ist natürlich mit dem Problem überfordert. In Bayern zum Beispiel ist es so, dass Förderklassen vorgeschaltet werden, wo diese Kinder erstmal gemeinsam Deutsch lernen und dann werden sie in die Regelschule eingegliedert. Meine Frage ist jetzt, inwieweit Sie eine Möglichkeit sehen, mit dem Landesschulamt gemeinsam das Problem anzugehen, weil ich denke, auch im Interesse sowohl der ausländischen Kinder als auch der deutschen Kinder ist es wichtig, das Problem zu lösen. Vielen Dank, Herr Landrat. Dazu könnte ich jetzt eine Stunde reden, das ist natürlich jetzt schwierig. Ja. Vielleicht können wir uns dann nachher nochmal darüber unterhalten. Also ich habe mit dem Landesschulamt schon gesprochen. Ich war bei dem Direktor des Landesschulamtes, habe das Thema mit ihm besprochen, habe mit ihm auch mehrfach dazu schon telefoniert. Und es gibt in Sachsen-Anhalt formal gesehen auch eine Möglichkeit, solche Klassen einzurichten. Es gibt auch eine Förderrichtlinie dafür, dass die Schulen solche Anträge stellen können, wenn eine bestimmte Zahl von Kindern in den Schulen ist. Das Problem ist nur, es gibt nicht genügend Personal beim Land, um dann solche Anträge auch bewilligen zu können in der erforderlichen Zahl. Damit wir aber jetzt erstmal sagen können, wo ist denn bei uns der Bedarf am höchsten,
Im Moment weiß ich nämlich nur von einer Sekundarschule in Zeitz, dass dort sowas praktiziert wird. Habe ich das Frau Renner und das Amt für Bildung gebeten, von allen Schulen, Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien und Förderschulen mal zusammentragen zu lassen, wo welche Migrantensituationen sind, damit wir überhaupt erstmal den Überblick bekommen. Für die Kinder, die neu ankommen, sehe ich als eine der wichtigsten Aufgaben, wenn sie noch nicht schulpflichtig sind, die Integration in Kindertagesstätten, weil dann das Lernen der deutschen Sprache am einfachsten ist. Da brauchen wir dann auch keine Deutschkurse den Vorschulkindern zu machen, die lernen das einfach in der Interaktion. Da gibt es erste Versuche in Zeitz, wo das gelungen ist, für die Vorschulkinder, die direkt im Vorschulalter sind, die unterzubringen. Ach ja, und wir haben da jetzt mit der Stadt Zeitz ein Modellprojekt, da nennen wir es immer, also eine neue Idee, wie man das stärker dort umsetzen könnte, weil dort die Zahl der Kinder am höchsten ist, und besprechen das gerade zusammen mit der Stadtverwaltung Zeitz und auch mit dem Landesverwaltungsamt als mögliche Fördermittelbehörde. Wichtig wäre mir auch im Interesse der deutschen Kinder eben, dass dieses Deutschlernen so schnell wie möglich stattfindet. Sollte das nicht gelingen, dass das Land Sachsen-Anhalt sein eigenes Förderprogramm umsetzen kann, bin ich dafür, dass wir die Volkshochschule dazu auch nutzen. Und mir steht vor, dass wir das dann im nächsten Jahr auch mit dem Haushalt 2015 versuchen, also speziell für Kinder Deutschkurse anzubieten. Das gibt es bisher gar nicht. Vielen Dank. Weitere Nachfragen sehe ich jetzt nicht. Dann schließe ich diesen Punkt 6 Anfragen an den Bericht des Landrates.